So, ich gehe mal davon aus, dass wir ihn abhauen müssen. Okay, ich habe Zugriff auf seinen Bauplan. Lähm ihn und geh näher ran. Wie lähm ich ihn denn? Wenn ich hier draufstehe, kann ich auf jeden Fall nicht schießen. Aber ich kann auf ihn einschlagen. Oh Scheiße, ich hätte springen müssen. Boah. Na komm. Gleich bist du Schrott, mein Junge. Aber erst gleich. Jawohl. Schnapp ihn dir, Monkey! Schnapp ihn dir! Und weiter geht's. Treff ihn doch. Der trifft ihn nicht, der ist so blöd manchmal. Was ist mit dem? Naja, mir soll es egal sein. So, das müsste jetzt doch das Ende sein. Mach ihn fertig! Yeah. Oh, er hat seine Kiste gefunden.
gerade rüber. Flucht aus New York Trophäe, juhu. Ja, da haben wir doch sein Motorrad wiedergefunden und diesen Roboterhund besiegt. Zu zweit. So langsam nähern sich die beiden an, also. Ich finde, die sind ein ganz gutes Team. Bis jetzt. Mal sehen, was noch alles kommt. Keiner wäre auf jeden Fall alleine dahergekommen. Kapitel 6. Dorfbesuch. Bei dem Tempo sind wir gegen Mittag in meinem Dorf. Was machst du, wenn wir dort ankommen? Wenn ich das Stirnband entfernt habe. Naja, außer mich umzubringen, meine ich. Ich gehe wohl zurück. Wohin zurück? Egal wohin. Dort, wo es Essen und Treibstoff gibt. Ich bin meistens unterwegs. Weißt du, vielleicht kannst du bleiben. Wenn du willst. Ich meine nur, wenn mein Vater hört, was du für mich getan hast, bietet er dir bestimmt ein Zuhause an. Wenn du das möchtest. Kaum zu glauben, dass wir hier sind. Halt an! Halt an, halt an! Hier ist es! Mit dem Motorrad geht's nicht weiter. Es würde das Abwehrsystem auslösen. Fremden gegenüber ist mein Vater etwas eigen, also... Also lass besser mich reden, wenn wir da sind, okay? Seltsam. Was? Warum sind die Geschütze am Tor aktiviert? Wie kommen wir jetzt rein? Gehen wir weiter zum Wachposten. Wir brauchen ein Funkgerät, dann lassen sie uns rein. Komm mit, Monkey! Wieso habe ich das dumme Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt? Kann ich da drauf? So, ich will das nur einsammeln. Oh, Moment. Seltsam. Mag es nicht hier. Er sollte doch die Brücke bedienen. Hallo? Mark! Ist da jemand? Monkey, die Brückensteuerung ist da oben. Okay, ich finde schon einen Weg dahin. Na klar finde ich einen Weg dahin. Aber ich glaube, was wir hier finden, ist nicht das, wonach die gute Trip gesucht hat. Na, geh doch daher. Okay, gehen wir weiter.
Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Kann's kaum erwarten, meinen Vater wiederzusehen. Ziemlich ausgeklügeltes Verteidigungssystem. Warum nicht einfach Geschütze und Waffen? Das war Marks Idee. Er liebt es halt, Brücken hoch und runter zu klappen. Also lassen wir ihm seinen Willen. Wir müssen da hoch. Gut. Zieh den Hebel. So. Okay, so, geh rüber. Okay, jetzt geh rüber. So. Und jetzt können wir hoch. Seltsam. Hier ist auch keiner. Naja, hilf mir da hoch. Das sieht nicht gut aus. Hey, bist du okay? Ja, alles klar. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das sollte nicht passieren. Muss irgendwie beschädigt worden sein. Na toll. Ich gehe ja nur drauf hier. Die Musik wird schon komisch, also irgendwas stimmt hier garantiert nicht. Da ist der Wachturm! Noch mehr Brücken. War das wirklich nötig? Das musst du Mark fragen, wenn du ihn siehst. Er sagt, sie sind perfekt, um die Max fernzuhalten, weil man menschliche Intelligenz braucht, um sie zu verstehen. Aber er hat Brücken wohl einfach gern. Was passiert, wenn ich jetzt hier drücke? Okay, warte. Brücke hoch, Brücke runter. Mark findet sowas eben faszinierend. Trip. Ja? Ich hab genug gehört von Mark und Brücken. Komm schon, tu es. Also mal so. Und dann. Nee, irgendwie nicht. Mach das nochmal. Zieh den Hebel. So, jetzt ich. Und dann komm erstmal rüber. Würde ich sagen, oder? Okay, ja. Geh rüber. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter.